Norditalien eine schöne Regenfront gehabt. Das hat uns natürlich ein bisschen Wasser beschert. Es ist nicht das gekommen, was wir geglaubt haben. Aber mit 1,50 Meter ist trotzdem passiert worden. Die letzte Nacht, wir haben zwei Tage gewartet aufs Wasser, leider gut, das ist nicht drüber. Die letzte Nacht haben wir uns dann dazu entschieden, stationär zu fischen. In die Morgenstunden war das Wasser natürlich dann braun und die Meereschen sind abgezogen. Und jetzt möchte ich euch ein bisschen in die Welt des Spinnfischen einführen. Abschluss dieser Spinnfischtour. Wir haben durchgeschmissen, waren fleißig, haben einen habe ich geschliffen im Prinzip, den was ich kurz drauf gehabt habe, der war wahrscheinlich nur gehackt. Fünf sind daneben gefahren, man sieht aber, wenn man aktiv ist und wenn man wirklich was tut, dass man zu einem Erfolg kommt. Für mich ist einfach Spinnfischen eines der schönsten Dinge, was es auf der Welt gibt. Es ist eigentlich ein Wahnsinn, alleine der Moment, wo der Fisch an der Oberfläche einsteigt, die Rolle rennt, das entlohnt uns für alle Mühen, für das, dass wir 12 Stunden durchschmeißen, für das, dass wir im Prinzip uns die Hände schmerzen, aber das belohnt uns. So, in diesem Sinne, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euer Team in der Campa de Seluro.